Sofian SP32A in der Version 2. Was diese Lampe kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survivor Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Sofian SP32 Version 2.0. Und diese Taschenlampe habe ich mir auf Amazon besorgt. Und als ich sie das erste Mal bekommen habe, also ausgepackt habe und verwendet habe, habe ich da hinten gedrückt und habe gedacht, die lässt sich nicht einschalten. Der Druckpunkt ist ganz schlecht von diesem Einschalter. Ja, das Ein- und Ausschalten und auch das Bedienelement, das ist vorne am Lampenkopf. Und das hat Vor- und Nachteile. Dazu kommen wir dann gleich. Betrieben wird sie mit einem Akku, der ist automatisch dabei. Der ist im Lieferumfang enthalten. Auch ein Ladegerät ist dabei. Ja, oder du kannst zwei CR123 Zellen verwenden. Auch das ist möglich. Habe ich aber noch nicht getan, das muss ich auch gleich dazu sagen. Ich habe die Lampe jetzt 5 Wochen im Test, permanent im Test. Ich habe sie bei allen Trainings dabei, ich habe sie so immer wieder beim Spielen dabei und muss sagen, das ist natürlich keine Langzeiterfahrung. Das ist wichtig. Aber dass sie auf jeden Fall ein cooles Teil ist. 1300 Lumen, sagt der Hersteller. Ob das tatsächlich stimmt, kann ich nicht sagen. Wir gehen dann gleich raus und schauen uns an, was das bedeutet und die ist wirklich mächtig. Aber ich mag gleich über Vor- und Nachteile sprechen. Nur ganz kurz, bevor ich sie dir zeige, wie der Kegel ausschaut und Helligkeit und so. Der Nachteil bei dem Schalter da vorne am Lampenkopf und auch so wie er verbaut ist, ist, dass du einmal kurz ankommst und die Lampe macht Ju. Sie funktioniert also. Ja? Und mir ist das schon einige Mal passiert, dass ich habe sie zum Beispiel irgendwo einstecken in einer Tasche oder im Hosensack. Und ich bin unabsichtlich angekommen und sie hat sich eingeschalten. Es ist so, dass da ein Schutz eingebaut ist, dass die nach einiger Zeit sich automatisch abschaltet. Ich weiß nicht, ob das über Temperatur geht oder ob, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Denn das wird ganz schön heiß, das Teil. Also wenn die mit vollem Karacho eine Minute leuchtet, kannst du deine Hände wärmen. Also das ist im Winter vielleicht ganz lustig, wenn es zwei heißt, das Handwärmer. Nur das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Ich glaube, man kann das auch nicht, ich habe nichts gefunden, dass man die irgendwie durch mehrfaches Drücken sperren könnte. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ich helfe, indem ich den Lampenkopf ein bisschen aufschraube. Ja, habt ihr gesehen, ja, dass eben kein Kontakt mehr entsteht und dann kann man sie nicht einschalten. Und taktisch ist die sowieso nicht. Und genau ist der zweite Punkt. Wenn der Ein- und Ausschalter hier hinten ist, dann weiß ich immer genau, wenn ich sie jetzt... Letztes Wochenende war ich auf einem Training und habe dann schnell einmal die Lampe einschalten müssen. Es war total dunkel im Wald, wir haben überhaupt nichts gesehen. Aber in der Distanz hatte jemand ein Problem und musste einschalten. Aber da musst du zuerst einmal herumdrehen und einmal herumgreifen, wenn du wirklich nichts siehst. Ja, da habe ich greifen müssen, damit ich einmal... Ich habe sie im Schuh stecken gehabt, der ist neben mir gestanden. Also das ist ein Nachteil. Das ist hier hinten klar. Du nimmst die Lampe, spürst und schaltest ein. Das ist hier nicht der Fall. Das ist der Nachteil. Ja, aber sie ist ja, und daher, das habe ich auch noch tun müssen, aber es ist keine taktische Lampe und das ist genau der Punkt. Das ist keine taktische Lampe, einfach so ein cooles Teil. Was mir sehr gut gefällt ist, dass es möglich ist. Ich meine, wenn es eine Version 3 gibt bei Sofian, dann wäre cool, wenn sie die Möglichkeit hätten, ja, dass man den Clip da vorne auch, dass also auch eine Ausnehmung hier vorne ist. Warum? Dann kann man nämlich den Clip abnehmen und vorne, das geht jetzt natürlich auch, ja, dann kann man den so verwenden, zum Beispiel, einen kurzen Moment, Entschuldigung, ja, dass man also beim Kapperl, und das mache ich sehr gerne, ja, das Teil drauf macht und dann kann man einen Kopflampenersatz machen. Sie ist zwar recht schwer und wenn das Kapperl so lang ist, geht das relativ stark nach vorn. Aber es funktioniert und ja, also für mich ist das eine kleine Option, die eine Lampe ganz einfach haben soll. Ich bin ja kein Experte, ja, ich bin ja kein Lampenexperte, habe ich niemals behauptet und würde ich auch nicht von mir behaupten. Ich bin ein Nutzer und als Nutzer sage ich dir, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und ich glaube nicht, dass das ein Aufwand wäre, da noch eine Fräsung zu machen. Ich denke mir das ganz einfach. Was durch das Hin- und Her-Poppen, was ich da halt mache, passiert ist, ist besonders dann nach, weiß nicht, nach 2-3 Wochen, dass der Clip einfach da nicht mehr so gut gehalten hat. Dann habe ich das Ganze wieder mit einer Zange festgedrückt und dann ist alles wieder gut. Und das gefällt mir ja, ganz fein. Ja, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was sie draußen kann. Ja, es ist jetzt so richtig schön dunkel und ich schalte mal den ersten Modus ein und das ist ein Sparmodus. Der geht sehr, sehr lang. Ich glaube, der Hersteller sagt 250 Stunden, ob das jetzt stimmt. Ah, da kommt ein Tier. Da kommt ein Tier, ich sehe Licht.
Hut, Hut, Hut. Da ist sie. Das Wildtier. Hallo Miezi-Katzi. Hallo Strizi. Für alle, die glauben, dass die Katze gestorben ist, das ist jetzt der Gegenbeweis. Ja? Gut, ich will, ja nicht zu viel, will sie nicht zu viel anleuchten. Aber das ist jetzt gleich der maximale Modus und der ist wirklich fett. Ja? Das ist wirklich fett. Also gut, es gibt natürlich Lampen, die noch stärker sind. Das mag alles sein. Ja? Aber ich finde, für das kleine Teil und auch für den Preis ist das wirklich. Jo, also das kann sich wirklich sehen lassen. Der Kegel ist natürlich recht breit, also das ist klar, man kann das nicht fokussieren, da gibt es keine Möglichkeit. Aber ja, gut, dann habe ich da jetzt gleich automatisch Modus 4 gezeigt. Ich habe jetzt einen Betriebszustand, in dem durch einmal klicken läuft der nächste Betriebszustand. Das der zweite, dritte und das hellste. Und wenn ihr wieder drauf drückt, fängt wieder der Sparmodus an. Und das kann ich jetzt eben viermal machen. So, das ist eine Variante. Wenn ich jetzt aber hergehe, ich schalte jetzt auf den stärksten. Stritzi, pssst, ich film gerade. Die hören das, die anderen. Ja, so, pssst. So, wenn ich jetzt auf die Taste lang drauf drücke, ja, so, dann passiert jetzt das. Das blinkt jetzt so komisch. Und jetzt habe ich einen anderen Betriebszustand. Und zwar durch Drücken, ja, kann ich, jetzt hat er mal gezeigt, dass ich die höchste Intensität erreicht habe. Das ist jetzt, glaube ich, die 1300 Lumen. Das ist wirklich wow. Und wenn ich jetzt weiter auf den Knopf drauf drücke, so, wo ist es? Jetzt muss ich nämlich herumdrehen, damit ich das wieder finde. Ja, das ist der Nachteil, den ich gerade vorher beschrieben habe. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann kann ich stufenlos dimmen. Ja. So. Zack, das ist der kleinste, der hat auch wieder geblinkt und jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Das heißt, du kannst dir genau einstellen, wie du das brauchst. Zum Beispiel die Helligkeit wäre jetzt für dich ideal, ja, oder auch nicht. Dann schaltest du, drückst du wieder drauf und ist aus und er merkt sich das auch. Ja. Also genau die Intensität, die du eingeschaltet hast, die merkt er sich ausgeschalten und geht wieder ein. Wie weit geht das mit den 1300 Lumen, die sie sagen? Ich weiß nicht, manche, also ich habe in einer Bewertung gelesen, dass man das, weiß nicht, 200 Meter sieht, das weiß ich jetzt nicht, ja, und kann jetzt auch dazu sagen, dass man das mit der Kamera, also ich zumindest schaffe es nicht, das jetzt darzustellen, aber ich sag dir, wie es für mich ausschaut. Ich sehe relativ weit nach oben, nicht mehr ganz klar, aber 100 Meter ist einmal überhaupt nichts und 120 kann ich mir auch vorstellen. Es ist hier jetzt ein bisschen dunstig, das heißt weiter hinten, ja, aber absolut ausreichend. Also das ist wirklich, wirklich fett. Ja, insgesamt eine tolle Lampe, wie ich meine. Es gibt dann auch noch einen Strobo-Modus, da kann man dann ein paar Mal draufdrücken, dann macht er so strohmäßig, ja, so, ja, weiß ich nicht, um Verteidigung, für Verteidigungssituation. Ja, wenn man darauf steht, mag so sein. Insgesamt ein interessantes Teil. Finde ich sehr nett, werde sie in den Langzeittest nehmen. Also wenn sie total uninteressant wäre und absolutes Klump wäre, dann würde ich das ganz einfach nicht tun. Mich interessiert das jetzt wirklich, wie sich das länger verhält. Link zu dem Produkt findest du unten. Schaust du an auf Amazon. Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut okay ist. Ich werde dir wieder berichten, was sie kann. Ja, ich würde sagen, nächstes Jahr, ja, 2019, reden wir noch einmal drüber. Da habe ich eine lange Winterzeit jetzt vor mir, wo wir sie ganz oft im Einsatz haben werden. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Kennst du die Lampe? Erzähl uns ganz einfach was. Und welche Lampe? Größe und Einsatzgebiet, jetzt nicht taktisch, nicht militärisch, nicht Polizei, ich muss auf jemanden schießen oder mich verteidigen oder sonst irgendwas, ja, sondern ja, im ganz normalen zivilen Bereich, in dieser Größe, nicht Minilampen, sondern sonst setzt du ein, das wäre sehr, sehr fein. Ein Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Aber andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt. Deiner Rainer Rossmann, bis bald.